Wettbewerb braucht Innovation, Innovation braucht Kreativität und Kreativität braucht Erholung. Unter diesem Titel diskutierten die Teilnehmer aus Geschäftswelt, Politik, Gewerkschaften, Kirchen und Sozialverbänden die enge Verbindung zwischen Produktivität und Erholung. Vor allem junge Leute, also die sind ja besonders dem Druck ausgesetzt, es immer flexibler zu geben, eine quasi One-Person-Show zu sein. Also da ist immer der Druck größer, nicht mehr in einem Unternehmen anzufangen, so wie das früher klassisch der Fall war, sondern quasi von einem Praktikum ins andere zu schlittern. Ist natürlich wunderbar, um Erfahrung zu sammeln, aber irgendwann möchte man diese Erfahrung auch entsprechend anwenden. Und die stehen sehr unter dem Druck, insbesondere in Ländern wie Spanien beispielsweise, wo die Arbeitslosigkeit besonders groß ist, dass sie nicht vielleicht doch ein innovatives Ein-Personen-Unternehmen eröffnen. Und das ist natürlich Humbug, wenn kein Markt gegeben ist. Also das sind so die Rahmenbedingungen, für die allerdings dann eben sozusagen auch ein Interesse besteht, mehr Ordnung reinbringen. Man kann nur dann kreativ sein, man kann nur dann auch ökonomisch wertvolle Ideen haben und etwas entwickeln, wenn man weiß, wie man die Miete am nächsten Tag bezahlt, weil sonst geht die ganze Energie, die ganze Kreativität da rein und da sind mehr oder weniger die Staaten, aber auch die Europäische Union gefragt, da ein bisschen eine Atempause reinzubringen, Rahmenbedingungen, irgendwas, worauf ich vertrauen kann, dass das so ist, wie es ist und nicht dauernd geändert wird. Und dazu gehört der freie Sonntag. Ja, wir wünschen uns natürlich schon, dass unsere Werte auch Einfluss haben, dass es Menschen, die nach den christlichen Werten versuchen, ihr Unternehmen zu führen, dass es denen nicht schwer gemacht wird, sondern leichter gemacht wird. Deswegen wollen wir uns einsetzen dafür, dass unsere Werte in die Wirtschaftsordnung, in die Rahmenbedingungen einfließen. Aber ich glaube, dass es da nicht nur um diese Rahmenbedingungen auf politischer Ebene geht, das ist natürlich wichtig, aber es geht auch um die Unternehmenskultur, die in den Unternehmen gelebt wird. Und ich glaube, das ist etwas, was auch Unternehmer oder Leute in Führungsverantwortung mit prägen können, dass es eben eine Unternehmenskultur geht, die eher kooperativ ist, dass das Miteinander stärkt, die interne Kommunikation stärkt, das Vertrauen stärkt. Und es gibt ganz viele Hinweise, dass eine solche Unternehmenskultur auch die Kreativität, die Innovationskraft, die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen befördert. Die Interest Group wird die Kooperation mit der Europäischen Kommission weiter intensivieren, gerade im Hinblick auf die Überarbeitung der europäischen Arbeitszeitrichtlinie. Wir brauchen ein bisschen Zeit. Die Europäische Kommission ist informiert darüber. Wir wollen schauen, ob wir das möglicherweise in die Arbeitszeitdirektive wieder mit hineinbekommen. Das ist so ein Ansatz, den wir haben. Man darf nicht alles jetzt mit versprechen, aber dass wir sagen können, lieber ein paar Frühstücke mehr, bei denen wir wirklich sehen können, es gibt kleine Fortschritte, ist besser als zu sagen, wir warten auf den großen Wurf, der möglicherweise dadurch verhindert wird, dass andere nicht mitmachen. Anfänglich war ja der Eindruck dabei, aha, die wollen den Sonntag nachher heilig sprechen und wir dürfen gar nicht mehr arbeiten, aber wir brauchen doch Einkünfte, wir müssen doch sehen, was in unseren nationalen Regionen dort passiert und es sind auch viele Sonntags unterwegs. Ja, wir meinen ja nicht diejenigen, die in touristischen Hochburgen sind, sondern wir meinen, es kann nicht sein, dass wir am Schluss den Eindruck haben, der Mensch ist gefälligst eine manövrierbare Masse, der natürlich auch sonntags in Anspruch genommen werden muss. Ich denke, das wäre der verkehrteste Weg von allem. Im Herbst 2016 wird es eine weitere Konferenz zur Auswirkung der Digitalisierung auf das Arbeitsleben geben. Die Diskussion über den freien Sonntag in vielen Ländern stattfindet, in vielen Bereichen dann auch schon Diskussionen und auch parlamentarische Diskussionen stattfanden. Am Beispiel auch in London vom Parlament, wo unter anderem über den freien Sonntag diskutiert wird. In Polen, wo aktuell eine Bürgerbefragung und auch Bürgerbegehren läuft im Zusammenhang mit dem freien Sonntag. In südlichen Ländern, wo es versucht wird, insbesondere den freien Sonntag in den Landesinneren, also nicht in den touristischen Bereichen, also wesentlich stärker also zu betonen. Ich finde, wir haben also hier eine breite Diskussion auch in anderen Ländern mit initiiert und unterstützt.